Hallo, ihr meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen gefährlichen Video, wie es scheint. Wir haben uns überlegt, dass wir euch die ganze Woche... Du schreist du immer, Entschuldigung. Wir haben uns überlegt. Dreh doch mal. Also. Wir haben uns überlegt, dass wir euch die ganze Woche bei uns, bei der Mittagessen... Was haben wir uns überlegt? Ja, wir drehen ein Food Diary diese Woche. Richtig. Und das heißt, wir nehmen euch jeden Tag mit von Montag bis Freitag oder bis Sonntag. Aber nur zum Mittag. Und am Abend auch? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Nein. Nein, nur Mittag. Wie ihr seht, haben wir uns richtig gut vorbereitet. Aber wir sind wirklich immer spontan, egal ob wir in Urlaub gehen oder egal was wir erledigen, alles spontan. Zack, zack, hast du Lust, jetzt pack, geh mal. Also, dieser Vlog ist auch spontan. Das ist kein Vlog, das ist ein Food Diary. Diese Diary ist auch spontan. Ja, also wir nehmen euch mit, damit ihr mal seht, was essen wir als siebenköpfige Familie in so einer Woche. Yes. Das schaffen wir, was verdrücken wir. Nicht damit ihr nur seht, was wir alles einkaufen, nein, jetzt seht ihr auch, was wir in uns reinschaufeln. Schaufeln? Das war das Wort des Jahres. Ja, auf jeden Fall, heute ist Tag 1 und heute gibt's... Schnitzel! Also ich hab, wie ihr wisst, Überbrüste. Schnitzel. Also, ich habe mir Hühnerbrust gekauft, das werde ich schneiden, klopfen, panieren, braten. Ja, und das ist Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Okay. Also, der Papa nimmt sich auf jeden Fall jetzt gleich hier mit und zeigt euch, was es bei uns am Montag zum Mittag zu essen gibt. Als erstes machen wir die auf. Als erstes... Nein! So viel Kraft wie nie mehr weiter. Zum Schnitzel gibt es noch Salat dazu. Mit Tomaten, Gurken und rote Zwiebel. Zwiebel darf nicht fehlen. Sag einfach so, zum Schnitzel jetzt heute Salat und den fange ich gleich als erstes zum Schneiden an. Punkt! Bam, Alter! Schon mit das, mit jedem, weil Salat ist knackig, you know! Es reicht schon. Zum Schnitzel gibt's auch noch Salat dazu und mit dem fange ich gleich an. Jawohl! Bam, Alter, wer hat gefurzt? Das waren 10 Sekunden, das hat jetzt mehrere Minuten gedauert. Blau, blau. Das ist krass im Hals. Wer hat das gemacht? Boah, man bist narrig. Und so schaut das Essen aus. Ich habe mir jetzt schon ein bisschen was angerichtet. Schnitzel mit Salat. Ich esse dazu noch eine Semmel. Der Philipp sitzt hier auch schon und isst sein Schnitzel. Und der Baba auch. Und der Patrick ist auch von der Schule gekommen und isst mit uns. Das heißt, wir werden uns sogar mal unser Essen schmecken lassen. Schon rüber, Baba. Wie noch? Mahlzeit. Später. Nein, nicht. Ein Tag später. Also ein Tag später. Ja, wie ihr hört, es ist heute Tag 2 von unserem Food Diary. Heute ist Dienstag und heute kocht mal wieder der Baba. Oh. Was gibt's denn heute? Heute gibt's... Heute gibt's zu Mittag
Pilaf. Wisst ihr, was Pilaf ist? Ein rumänischer Reis. Ja, so Fleisch mit Reis. Ja, ich sage mit Hühnerfleisch. Und nicht Reisfleisch, sondern mit Hühnerfleisch. Und ja, ich zeige euch danach, wie das aussieht. Viel Spaß. Voila. Dafür brauchen wir etwas Hühnerkeule, eine Zwiebel, zwei Karotten, Reis natürlich darf nicht fehlen, denn es ist ein Reisgericht. Ein paar Gewürze gehören noch dazu, aber das zeige ich euch jetzt nicht. Die vegetarische Variante, ich habe keinen Bock auf Fleisch und der Baba hat die ein Hühnchen-Variante. Warum hast du nur ein Hühnchen? Die haben das noch in der ich habe auch ein Hühnchen. Du hast auch ein Hühnchen? Jeder hat ein Hühnchen. Ja, der Philipp schläft noch und die Michelle ist ja nicht da, das hat man gar nicht gesagt. Michelle ist auf Skikurs. Also. Ah ja, stimmt. Ah, wir werden jetzt auf jeden Fall mal essen. Was ist das? Mal gar deine Kost, oder? Ja, voll lecker. Sieht simpel aus, ist auch simpel, aber schmeckt sehr gut. Mhm. Hier wird am Knochen geknabbert. Ja, wir werden jetzt aber mal hier mit nur 3 von 5 Kindern schmecken lassen und melden uns morgen wieder beim... Wir haben jetzt Tag 3 von unserem Food Diary. Wir waren heute am Vormittag unterwegs. Heute mal Mama-Papa-Shopping-Tag mit Philipp natürlich. Die Kinder waren in Schule und Kindergarten und deswegen keine Zeit zum Kochen. Und das gibt's heute. Gebratene Nudeln. Das sind für Lara und Lüder, gell? Ja. Also das sind gebratene Nudeln mit diesen Garnelen. Die mögen die Mädels so gerne. Das müssen wir noch aufteilen bitte auf die Teller. Dann, wem gehört das? Das ist Patrick seine. Patrick seine, das Curry, ist gebratene Nudeln mit Curry, genau, und diesen scharfen Chicken. Das ist meins, ich habe mir gebratenen Reis genommen mit süß-sauer und auch diesen Garnelen. Und das ist für Papa. Das ist for me. Aber es ist ein bisschen kühl geworden. Wir müssen ein bisschen erwärmen. Papa hat auch gebratenen Reis, sieht man. Ich bin gar nicht so Tummel, meine ich. Da bin ich so... Ja, genau, das meine ich. Na gut, wir essen jetzt mal. Aber zeig uns dein Stäbchen Talent. Lecker? Pass auf jetzt. Okay, pass auf. Richtiger Profi. Ja, Papa ist das die, gell? Gibst du den Philipp auch mit Stäbchen? Oh, Baby-Chinesi. Lecker, oder? Mach ein bisschen Reis auf. Baby. So was auf? Nee. Heute ist Tag 4, mein Lieben. Papa ist mit Rücken hier, weil er beschäftigt ist. Ja, hallo. Hallo. Heute ist Tag 4 von unserem Food Diary. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Heute haben wir nämlich einen Anruf bekommen. Die Michelle ist Corona-positiv. Und wir hatten Glück, dass gerade ein Vater sein Kind vom Skikurs geholt hat und hat unser Kind gleich mitgenommen. Heute war einfach ein turbulenter Tag, deswegen... Warte, Schatzi, warte. Deswegen haben wir... Nichts gekocht. Gearbeitet den ganzen Tag, Michelle ist dann gekommen und Michelle ist jetzt schon da. Deswegen haben wir jetzt was von McDonald's geholt. Papa rebelliert gegen McDonald's und hat sich jetzt Tomaten gekauft und macht sich einen Salat. Ich zeige euch schnell, was wir geholt haben. Wir essen im Wohnzimmer. Die Michelle ist unten. Lara, kannst du deine Maske anziehen und mir helfen, das Essen runterzubringen? Ja. So, ich habe jetzt mal alles hier ausgepackt an den Burgern. Für die Michelle, Lara, nehmen wir einmal diesen großen Eistee mit. Dann den Hamburger Royal Käse für die Michelle und einmal ein 9er. Kannst du uns hier auch noch So. Hier ist unser Kind. Bitte, Michelle. 9er Chicken Nuggets. Und wie geht's dir? Hast du Fieber? Nein. Wenn es dir schlecht geht, dann sag mir.
Okay, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Und ich esse mit den anderen vier Kindern hier. Der Papa macht sich einen Salat. Ich habe ein Royal JS und ein Fisch. Und der Patrick hat ein Big Mac. Hat das die Soße von Big Mac? Ja. Und schmeckt's gut? Ja, Lara ist hier. Vierer Chicken Nuggets, wie der Neuner mit dem Philipp zusammen. Papa ist auch gleich fertig und währenddessen fangen wir schon mal an. Essen. Mmh. Vorzüglich gekocht. Ist auch endlich der Papa da. Mein Essen ist auch fertig und ja, ich glaube, es ist ausreichend. Gesund. Mega Hunger. Darf kann ich kaum erwarten. Käse essen? Das ist kein Käse. Achso, okay, das ist Mozzarella. Nicht. Machst du? Nein. Machst du mit Zitrone? Jetzt ist Zitrone auch drauf. Ist lecker. Wir haben nun schon Tag 5 unseres Food Diaries erreicht, meine Lieben. Und heute wird aber wirklich gekocht. Wie ihr seht, hier im Hintergrund habe ich mir schon meinen Thermomix vorbereitet. Den darin werde ich jetzt gleich eine Bolognese kochen. Und daraus werde ich eine Lasagne machen. Michelle hat sich Lasagne gewünscht und natürlich erfülle ich ihr diesen Wunsch und werde jetzt Lasagne kochen. Ich werde diese Bolognese-Soße nämlich jetzt zubereiten und werde gleich starten. Das ist nämlich eine sehr, sehr leckere Bolognese-Soße. Ich zeige euch mal kurz, dass da alles drinnen ist. Karotten, Knollen, Sellerie, Zwiebel, Knoblauch, Hackfleisch natürlich, Rotwein. Ich habe da so einen alkoholfreien Rotwein. Dies, das. Also das ist wirklich so eine richtige leckere Bolognese. Ich habe jetzt im nächsten Step schon das Fleisch reingerührt, meine Lieben. Ich habe also reingegeben und ein bisschen reingeverrührt. Alles klar. Das war jetzt nicht deutsch. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Und jetzt geht es einfach weiter. Ich bin einfach so chillig mit dem Thermomix zu kochen, weil ja, ich habe halt immer so 6 Minuten, 5 Minuten, wo ich einfach Freizeit habe. Yay! Und werde jetzt währenddessen ein bisschen hier aufräumen, das zu den Hühnern bringen. Und danach kann ich sogar, oder dazwischen kann ich sogar ein bisschen arbeiten. Und das werde ich jetzt auch gleich machen. Für die nächsten Schritte habe ich mir schon alles vorbereitet. Man braucht gehackte Tomaten in der Dose. Dann Tomatenmark. Ich habe hier auch Rotwein, alkoholfrei, wie ihr seht. Dann haben wir Zucker, Salz, Pfeffer und dann noch Basilikum und Lorbeerblätter. Wir sind jetzt beim letzten Step meiner Lasagne angekommen, nämlich das Schichten. Und falls ihr euch wundert, wieso ich nicht das Lasagne-Rezept, das in der Thermomix auch eingespeist ist, gemacht habe, dann nur deswegen, weil ich die Bechamel-Soße sowieso nicht mache, weil ich das nicht mag und alle anderen mögen es auch nicht. Also der Papa mag sowieso so angeschwitztes Mehl überhaupt nicht. Und Bechamel-Soße ist meiner Meinung nach nur ein bisschen angeschwitztes Mehl mit irgendwas. Ja, wir mögen es halt nicht so gerne, deswegen zeige ich euch, was ich stattdessen mache. Ja, ich habe jetzt hier die normale Bolognese. Die hole ich raus und werde sie jetzt verteilen. Ich fange immer mit der Bolognese an, immer so ein bisschen Bolognese und dann erst die Blätter. Also, Bolognese, Soße, sieht man das? So, so ist besser, oder? Nach der ersten Schicht Soße kommen jetzt die Blätter. Oh,
nervig. Das passt nicht genau nicht rein. Jetzt muss ich es halt durchbrechen. Das war natürlich nicht so klug, aber egal. So, jetzt fangen wir richtig zum Schichten an. Das war jetzt quasi nur die erste Schicht. So, jetzt breche ich es aber. Okay. Und bei mir kommt ja keine Bechamelsoße, habe ich euch ja schon gesagt. Und stattdessen mache ich Creme Fraiche drüber. Ich weiß nicht, kennt man in Deutschland Creme Fraiche? Ich glaube schon, oder? Ich nutze zum Beispiel Creme Fraiche immer als Schmandersatz, weil in Österreich findet man keinen Schmand. Auf jeden Fall mache ich da immer so einen Klecks. So ein bisschen hier so drüber. Verleiht auf jeden Fall einen mega, 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 mega leckeren Geschmack. Und somit ersetze ich die Bechamelsoße. So, weiter geht das fröhliche Schichten. Falls ihr auch keine Bechamelsoße macht, dann probiert das unbedingt mal mit Creme Fraiche aus. Ich finde, es schmeckt einfach sehr, sehr lecker. Darüber werde ich noch ein bisschen Emmentaler Käse reiben. Also ein bisschen viel. Und dann ab in den Ofen. Ich mache da 30 Minuten. So sieht jetzt die fertige Lasagne aus nach 30 Minuten. Wir werden jetzt gleich alle essen. Außer die Luisa, die hat jetzt einen Auftrag gegeben. Sie wollte Nudeln ohne Soße. Diese Kinder! Nudeln ohne Soße, oder? Essen eure Kinder auch so gern Nudeln ohne Soße? Das Mädchen in Quarantäne isst ihr Essen im Bett und tut hier ein bisschen FaceTimen. Das ist nicht FaceTime. Entschuldigung, Audio-WhatsApp. Oh Gott, dein Bett schaut furchtbar aus. Na gut, guten Appetit. Und hier ist die restliche Familie versammelt. Der Philipp hat bei Luisa nackte Nudeln gesehen und hat auch gesagt, er möchte nackte Nudeln. Nackte Nudeln! Und wir essen unsere Lasagne. Ich bin mega hungrig. Mega hungrig? Und schmeckt? Philipp, was haben wir gesagt? Clara schmeckt? Warte, schmeckt? Ami, was haben du? Philipp schmeckt? Oh, Philipp schmeckt, ja. Ich glaube, ich muss noch ein paar Nudeln reingeben. Haben wir noch? Ja, dann. Schmeckt sie auch, Lisa? Okay, dann fangen wir an. Spaß daran, konntet ein bisschen Inspiration für euch holen. War halt authentisch, ne? Man auch zweimal was genau. Essen holen. Ich glaube, das kommt in jeder guten Familie mal vor. Und ja, was sagst du dazu, Bauer? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonniert nicht vergessen und tschüss! Selbstverständlich. Und tschüss!